seht in die Menagerie, ihr stolzen Herren, ihr lebenslustigen Frauen, mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zuschauen, gebändigt durch das menschliche Genie. Was seht ihr in der Lust und Traue spielen? Haustiere, die so ungesittig spielen, an blasser Pflanze und Kost in den Chinkinen und schwelgen im behaglichen Geplärr, wie jeden anderen hinten im Parterre. Was waret ihr, das wilde schöne Tier? Das, meine Damen, sind sie nur bei mir. In den Tiger, der gewohnheitsmäßig, was in den Sprung ihm läuft, hinunterschlägt. Den Pferde, der von Anblick hin gefressen, ein schweren Nachteil tot sie wohnen. Sie sind den kleinen, amüsanten Affen, aus Langeweile seine Kurs verpaffen. Er hat Talent, doch fehlt ihm jede Größe. Drum kokettiert er frech mit seiner Blöße. Sie sehen in meinem Zelter meine Seele, sogar gleich hinterm Vorhang ein paar mehr. Sie sehen auch das Gewirr aus allen Zummel. Bleibt hier Wolke. In das Krokodil und anderes mehr. Den Feuerst bringt mir unser Schlange her. Sie wird geschaffen, zu verfehlen, zu verpflichten und zu morgen, ohne dass es eine spielt. Ein süßes Tier sei Amor nicht gezielt, nur hast kein Recht. Besonderes dran zu sehen. Doch warten Sie, was später wird geschehen. Ob Eus Marsch, fragt Sie, habt Ihren Platz. Die süße Unschuld, meinen größten Schatz. Doch das Beste zu erwähnen, mein Schädel zwischen eines Brautes Zähnel. Wisst ihr den Namen, den dies Brauttier führt? Verehrtes Publikum! Hereinspaziert! Mein Sohn! Das ist ja der Oliver! Komm nur ungeniert herein! Seh ich recht, Frau Medizinalrat?
Rolle engagieren könnte. Ich würde für ihr Stück wohl kaum gut genug tanzen. Was fühlt denn hierher? Ich wollte dich zu meiner Generalprobe abholen. Reservieren Sie uns eine Loge für Samstag in Alba. Wie konnte gnädige Frau daran zweifeln? Aber wo ist der Herr Gemahl? Ich seh sie heute zum ersten Mal ohne ihn. Ich lässt sie doch sonst nie allein. Er sollte schon längst da sein. Dann grüßen sie ihn von mir. Und ich lasse mich unbekannterweise. Hier ein wenig mehr modellieren, das Haar ist schlecht, sie sind nicht genügend, welche Sache. Mich zu kleiden liegt Licht, gnädige Frau, komm jetzt. Wir nehmen meinen Wagen, der unten steht. Thank you.
Sie doch bitte erst das Atelier in Ordnung. Herr Medizinalrat, helfen Sie mir, ihn aufzuheben. Herr Medizinalrat, helfen Sie mir doch. Ist zu schwer. Man muss zum Arzt schicken. Im Augenblick hier sein. Arznei hilft ihm nicht. Herr Medizinalrat. Ich glaube fast, es ist im Herz. Reden Sie doch anständig. Jetzt bin ich rein. Es ist grauenerregend. Was kann sie dafür? Was fang ich an? Vollkommen verwildert. Sieh mir ins Auge. Was wollen Sie? Eine Frage. Kannst du die Wahrheit sagen? Ich weiß es nicht. Glaubst du an einen Schöpfer? Ich weiß es nicht. Kannst du bei etwas schwören? Ich weiß es nicht. Woran glaubst du denn? Ich weiß es nicht. Lassen Sie mich, Sie sind verrückt. Hast du denn keine Seele? Was wollen Sie denn?
die seelische Freiheit, nur ein klein wenig glücklich zu sein. Um ihretwillen, einzig um ihretwillen. Eva. Befehlen. Die Post ist gekommen. So. An dich. Die Corticelli. Dein Bild als Tänzerin verkauft. Für 50.000 Mark. Wer schreibt denn das? Der Kunsthändler in Paris. Das ist das dritte Bild seit unserer Verheiratung. Ich weiß mich vor meinem Glück kaum zu retten. Da kommt noch mehr. Sieh da. Herr Regierungsrat Heinrich Ritter von Zarnikow beehrt sich, Ihnen von der Verlobung seiner Tochter Charlotte Marie Adelaide mit Herrn Dr. Ludwig Schön ergebenst Mitteilung zu machen. Endlich! Es ist ja eine Ewigkeit, dass er darauf lossteuert, sich vor der Welt zu verloben. Ich begreife nicht. Ein Gewaltmensch von seinem Einfluss. Was steht denn eigentlich seiner Heirat im Wege? Jedenfalls müssen wir heute noch gratulieren. Das haben wir doch längst getan. Seine Braut wegen. Du kannst es ihm ja noch einmal schreiben. Und jetzt zur Arbeit. Eva. Befehl. Ich finde, du siehst heute reizend aus. Dein Haar hat mit einem Morgen frischer. Ich komme aus dem Bad.
sein vollständig verhandeln. Es leuchtet. Bleib, es ist ja niemand zu Haus. Wir machen ganz einfach nicht auf. Vielleicht ist es aber der Kunsthändler. Und wenn es der Kaiser von China wäre. Einen Moment. Flüssig hast, einetwegen auf 300. Wenn ich müde. Noch hätte ich aber auf lange schon gerne gesehen, wie es jetzt so bei dir zu Hause aussieht. Wie findest du's? So hab ich es für dich gedacht. Überläuf mich wie bei mir. Vor 50 Jahren, oh Gott, Herre, du hast es weit gebracht. Die Teppiche. Ich geb am liebsten barfuß drauf. Was bist ja du, du, ja du. Und die Harmonika hat weiter Luft, ich mit meinem Astmal. Nun erzähl du mal, lange nicht gesehen, wie geht's dir denn? Reichst du immer noch von Zürich? Liege und schlafe. Das ist vornehm und weiter. Und strecke mich, bis es knackt. Und wenn es geknackt hat. Was interessiert dich das? Was interessiert, was mich das interessiert. Ich wollte lieber bis zum Jüngsten. Und auf alle himmlischen Freuden verzicht leichten, als meinen Lulu hinein in Entbehrung zurücklassen. Meine kleine Lulu, 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 nicht hab ich dich jemals anders genannt. Ich heiße seit Menschengedenken, ich was bist du? Ein Tier. Ich finde das selbst hinaus.
ihr Vater da? Was haben Sie? Wenn ich Ihr Mann wäre, käme mir dieser Mensch nicht über die Schwelle. Sie können getrost doch sagen, ich danke Ihnen Ehre. Ich verstehe nicht. Das weiß ich. Darüber möchte ich reden, ich gerne mit Ihnen sprechen. Warum haben Sie mir denn das nicht gestern gesagt? Bitte jetzt nicht von gestern, ich habe es Ihnen vor 2 Jahren schon gesagt. Ach so. Ich bitte dich, deine Besuche bei mir einzustellen. Ach so! Wenn heute nicht ein Kindergemüt wäre, wäre er deinen Seitensprüngen schon längst auf die Spur gekommen. Ihr seht nichts, ihr seht mich nicht und so nicht. Ihr ist gehofft mit meinem Gesinde mir.
frei. Sie täuschen sich, wenn sie glauben, dass sie aufgrund ihrer Verheiratung ihre Wirkung so ausdrücken. Was verachtet, wenn ihr mich so voll in den Intrigen? Bitte! Nun? Du hast eine halbe Million geheiratet. Daraus kann man mir keinen Vorwurf machen. Du hast dir einen Namen geschaffen. Du kannst unbehelligt malen. Du brauchst dir keinen Wunsch zu versagen. Was habt ihr beide denn gegen mich? Du hast eine Frau, die einen Mann verdient, den sie achten kann. Achtet sie mich denn nicht? Nein. Warum nicht? Sprich, so sprich doch endlich. Nimm sie etwas mehr unter Aufsicht. Ich? Wir sind keine Kinder, wir tenden nicht. Wir leben. Was tut sie denn? Du hast eine halbe Million geheiratet. Sie? Was tut sie? Bedenke, was du ihr zu verdanken hast. Was tut und sie, dann, Mensch? Und dann mach dich dafür verantwortlich, du und ich sonst gehen. Mit wem? Wir uns schießen sollten. Oh Gott, oh Gott. Dein Gott, geschehen ist geschehen. Ich komme nicht hierhin, um Skandal zu machen. Ich komme, um dich vor dem Skandal zu retten. Du hast sie nicht verstanden. Vielleicht, aber ich kann dich in deiner Blindheit nicht so weiterleben sehen. Das Mädchen verdient, eine anständige Frau zu sein. Sie hat sich, seit ich sie kenne, zu ihrem Besten verwandelt. Seit du sie kennst? Seit wann kennst du sie denn? Seit dem 12. Davon hat sie mir nichts gesagt. Sie verkaufte Blumen vor dem Alhambra-Café jeden Abend zwischen 12 und 2. Davon hat sie mir nichts gesagt. Daran hat sie recht getan. Sie sagte, sie sei bei einer Tante aufgewachsen. Das war die Frau, der ich sie übergab. Sie war die beste Schülerin. Und woher kannte Dr. Goll sie denn? Durch mich. Es war nach dem Tod meiner Frau, als ich die ersten Beziehungen zu meiner jetzigen Verlobten anknüpfte. Sie stellte sich dazwischen. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, meine Frau zu werden. Und als ihr Mann dann starb, du hast eine halbe Million geheiratet. Und dabei sagte sie, als ich sie kennenlernte, sie habe noch nie geliebt. Bei einer Herkunft, die sie Minor hat, kannst du unmöglich mit den Begriffen der bürgerlichen Gesellschaft rechnen. Von dem ich nichts tun denn. Von deiner Frau. Von Eva. Ich nannte sie Minor. Ich nannte sie Isabelle. Ich nannte sie Doktor Goll. Ich nannte sie Eva. Ich weiß ich nicht. Meine Tate, die Minor hat, ist ja das helle Wunder! Ist in ihrem Haus gestorben! Er war ja eben hier! Wer war da? Ihr Vater! Wer bei mir? Er bedrückte sich, als ich kam! Da stehen ja noch die Gläser! Alle Gläser! Er sei in ihrem Haus gestorben! Man schickt mir ein unwichtiger Vorsatz! Hat geschworen, was hat mich gerade hier? Wir haben den Mund für dich, Hans, und geschweigen. Was hast du? Einen Feind, ein Schnell, ein Gehirn.
willst du hin? Mit ihr sprechen. Recht so. Das war ein Stück Arbeit. Ihr hattet es doch vorher ins Atelier gebracht. Verfolgungswahn! Mit Anschluss und Befehl zur Rettung! Schreiben Sie ein Verjektor!
Zeit für die Hühnerarbeit habe ich kein Publikum so außer Rand und Band gesehen. Geben Sie mir nicht zu viel Sekt. Sieht er mich heute? Mein Vater? Ja. Ich weiß nicht, ob er im Theater ist. Er will mich wohl gar nicht sehen. Er hat so wenig Zeit. Seine Braut nimmt ihn in Anspruch. War der Prinz da? Heute noch nicht. Kommt er? Natürlich. Er wird gleich da sein. Er will mich ja heiraten. So! Er nimmt mich mit nach Afrika. Nach Afrika! Szene,
dabei, Herr Doktor, schön, das Vergnügen der Künstlerin vorgestellt zu werden. Mein Vater hat sie durch einige Besprechungen in seiner Zeitung beim Publikum eingeführt. Werden Sie es für möglich halten, dass ich sie zuerst für eine junge Dame der literarischen Gesellschaft hielt? Was mich zu gehen sieht, ist nicht die Tat. Es ist die erkämpfliche und seelische Unternehmheit. Ich habe während sie Namen ihr Seelen lieben, auf ihrem Tag studiert, wie es sich heute vollkommen mit mir ins Klare kam. Sie ist aus der Körper der Lebensglück, aus Gattin fehlt sie einen Mann, über alles glücklich macht, was meine Gattin. Was ist da los? Was ist mit Ihnen? Nein, was passiert? Sie können sich gleich vorstellen. Dann bin ich schon bei Ihnen. Kannst du die Szene gegen mich aufspielen? Was hättest du dir besser erspart? Das Tanzen lassen. Nein, sie sieht durch die Tanzen. Vor meinem Glauben. Sie kann nicht tanzen. Nein, nein, nein. Ist du tanzen? Das merkt kein Mensch, ob sie jetzt tanzt oder in 5 Minuten. Ich hoffe! Mann, mit Leuten! Wie kannst du die Szene gegen mich ausspielen? Sie haben recht, dass sie mir zeigen, wo ich hingehöre. Deine Herkunft ist es ein Glück für dich, von anständigen Leuten. Mein großes Wort, was aus mir geworden wäre, wenn sie mich nicht davor bewahrte. Bist du denn heute etwas anderes als damals? Hier.
unsereinem gar keine Möglichkeit bestehen, sich einzuschmuggeln. Es wäre Hochverrat, wenn jemand von uns eine solche Träge Vorschub leistete. Die wundervollen Blumen. Thank you.
sei Dank, dass wir endlich zu Hause sind. Dieser Parketten nimmt's als Klippen, als Fallstricke. Er ist auch zu klein für die große Welt und kann nicht so weit zu Fuß gehen. Ich suche mir den Tod, da solltet ihr mich hören. Was will er hin wie dieser, seinem Liebeskummer nicht mehr als wir. Ob es noch auf gar keiner richtigen Schule gewesen. Er hat sich schon manche die ersten Sporen verdient. Ach, nur ja, keiner schickt ein Ei. Das weiß ich schon selber am besten. Haufen die Hand. Was Papa Polizei. Was hat er mir gesagt? Ein Verdikt hat er mir versprochen, wenn ich die zusammenbringe. Und was hat er wohl an dir? Nichts, jeden Börsenkast. Ich weiß, wie er euch zuerst wohl. Ein Verdikt, er will sie so erst auf die Folter spannen. Die Augen, ja, wie haben sie seit 8 Tagen um ihren Schlaf gebracht. Ihr Beide sind erledigt. So komm, wache auf, mein Bitte. Thank you.
Die Matinee wird, wie ich mir denke, bei elektrischem Licht stattfinden. Ich habe alles, was... Was ist denn das? Ein alter Freund deines Vaters. Mir völlig unbekannt. Sie waren im Krieg zusammen. Es geht ihm schlecht. Ist denn mein Vater hier? Er hat ein Glas mit ihm getrunken. Er musste auf die Börse. Wie findest du mich? Sollte ich dir das nicht lieber verschweigen? Ich meine ja nur das Kleid. Eine Schneiderin kennt dich offenbar besser als ich. Mir erlaubt auf dich zu kennen. Als ich mich im Spiegel sah, hätte ich ein Mann sein wollen. Mein Mann. Scheint deinem Mann das Glück zu beneiden, das du ihm bietest. Ich hab dir
habe deine Mutter vergiftet. Lass mich nach Paris! In der Redaktion weiß keiner, was er schreiben soll! Sie können ihn nicht hinaus! Lassen Sie mich nur! Sie hängen ihm in die Arme! Er jagt mir eine Kugel auf den Kopf! Himmel, Tod und Wolken nur! Hinunter! Das ist doch kaputt! Der Natur, nicht durch den Straß, ein Unzimmer von der Tode sein. Wirrengel, unverwendbares Geheimnis, Freude meines Alters, Henkerstrick! Wie gefällt dir denn mein neues Kleid? Wer schreckt dir morgen über den Kopf? Mein Blut schwimmt in deinem Blute. Ich muss mich retten, begreifst du nicht? Du sollst es dir selbst appetieren. Das geht dir nicht los! Ich bin die Hand, die rennt, kann die Nieder. Oh.
Acht gib! Es ist schade um mich, ich bin.